Ach, hochspannend, was da in der Union momentan... Sehr interessant, die K-Frage der Union. Momentan passiert, deswegen ist uns nun Thorsten Frey zugeschaltet von der CDU, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Herr Frey, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Frey. Schönen guten Morgen, Frau Droste und Herr Hädler nach Berlin. Nun war ja schon das Versprechen, in diesem Mal wird es Geschlossenheit geben, zumindest in der CDU ist die jetzt schon mal hergestellt. Thorsten Frey, sage ich schon. Henrik Wüst ist da vorgeprescht, hat also sozusagen klargemacht, wer der Chef im Ring ist, nämlich Friedrich Merz. Hat er damit Markus Söder ausgebotet? Also ist der Weg jetzt frei für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat? Nein, zunächst einmal muss man ja sagen, Friedrich Merz ist unser Parteivorsitzender, er ist der Vorsitzende der gemeinsamen Bundestagsfraktion von CDU und CSU und deshalb in der Pole Position auch aus Sicht von Markus Söder. Und insofern glaube ich, ist es zunächst einmal ein ganz normaler Vorgang. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf den Tag der Entscheidung zu, was die Kanzlerkandidatur anbelangt. Und da bleiben wir bei unserem Zeitplan. Die beiden Vorsitzenden, Markus Söder und Friedrich Merz, haben vereinbart, nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland diese Entscheidung gemeinsam zu treffen und den Parteigremien jeweils einen gemeinsamen Vorschlag zu machen. Das werden sie tun und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, nicht nur diese Entscheidung geschlossen zu treffen, sondern dann am Ende auch gemeinsam einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Aber kam es für Sie, Herr Frey, denn überraschend, dass Henrik Wüst dann gestern angekündigt hat, dass er als Dritter im Bunde nicht mehr zur Verfügung steht? Und man hört ja bereits aus München, dass die CSU überhaupt nicht einverstanden damit gewesen ist, mit diesem Vorgehen. Naja, also wieso sollte man damit nicht einverstanden sein? Gestern Abend war eine Landesvorstandssitzung der CDU in Nordrhein-Westfalen und nachdem der Zeitplan ja bekannt ist für die Frage der Entscheidung der Kanzlerkandidatur, ist es doch ganz klar, dass sich der Landesvorstand mit dieser Frage beschäftigt, dass sich der Landesvorsitzende und Ministerpräsident zu dieser Frage und auch zu seiner Person äußert. Ich finde, das ist das Normalste von der Welt. Gestern haben sich auch andere Landesvorstände mit diesen Fragen beschäftigt. Und deswegen gibt es keinen Grund, da in irgendeiner Weise nicht einverstanden zu sein. Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, Herr Frey, was ist denn da eigentlich noch zu entscheiden? Denn ich meine, Friedrich Merz hat ja mit der größeren Partei CDU ja einfach auch das Vorgriffsrecht. Und daran werden ja jetzt auch die Landtagswahlergebnisse nicht ändern. Und bereits erklärt, er ist bereit. Ja. Naja, also beide haben erklärt, dass sie gemeinsam einen Vorschlag machen werden. Aber es ist ja zunächst einmal nicht schlecht, das ganz im Gegenteil, wenn die CDU da geschlossen hinter ihrem Vorsitzenden steht. Also ich glaube, wir werden nur noch wenige Tage uns gedulden müssen, dann ist diese Frage entschieden und diese Geduld, die werden wir auch aufbringen. Was ist denn für ein Kuhhandel im Gespräch, Herr Frey? Sie sind der Experte von der Union. Kriegt der Markus Söder vielleicht, wenn er dann verzichtet, zugunsten von Friedrich Merz in der K-Frage, kriegt er dann das Amt des Bundespräsidenten? Sollte die Union tatsächlich die Bundestagswahl 2025 gewinnen? Also das sind ja alles Spekulationen, die man heute überhaupt nicht beantworten kann. Aber vor allen Dingen kann ich sie nicht beantworten. Das ist eine Entscheidung, die am Ende die beiden Parteivorsitzenden miteinander ausmachen werden. Und so ist es ja dann auch in Ordnung. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, mit großer Geschlossenheit in diesen Herbst zu starten. Und ich will das an der Stelle nochmal betonen, das ist auch eine zwingende Voraussetzung dafür, dass wir die Bundestagswahl nächstes Jahr gewinnen können. Keiner sollte glauben, dass das ein Selbstläufer wird, auch wenn vieles vielleicht momentan so aussehen mag. Es wird kein Selbstläufer sein, es wird eine harte Auseinandersetzung werden. Und dafür brauchen wir Geschlossenheit im personellen Bereich und wir brauchen sie auch zügig, damit wir uns voll auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren können. Denn es ist ja tatsächlich so, dass unser Land nicht in einer guten Verfassung ist und dass wir dringend bessere Vorschläge brauchen, wie wir Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen können.
Ja, Herr Frey, dann hoffen wir für Sie, dass die angestrebte Geschlossenheit dann nicht an CSU-Chef Markus Söder scheitern wird. Aber wo Sie auch gerade Probleme im Land ansprechen, eine Meldung, die wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe, ist, dass der Baubeginn von der Intel-Fabrik in Magdeburg jetzt erstmal auf die nächsten 2 Jahre vertagt wird, also verschoben worden ist. Das heißt erstmal nichts Gutes. Der Konzern, der steckt offenbar in einer Krise, hat ja auch den KI-Trend verschlafen. Hat die Bundesregierung auch, wenn man noch mal bedenkt, dass 10 Milliarden Euro an Subventionen da fließen sollen, haben die auf das falsche Pferd gesetzt? Naja, also zunächst einmal scheint es ja in der Tat Probleme in der Firma, im Unternehmen zu sein. Aber es ist natürlich keine gute Entscheidung für Deutschland, weil da ging es nicht nur um viele Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Da ging es vor allen Dingen auch um eine strategische Ansiedlung im Bereich der Chipindustrie. Und darauf sind wir für die Zukunft genauso wie im Bereich der Halbleiter dringend angewiesen. Aber es sagt sicherlich auch nichts Gutes für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass eine solche Ansiedlung eben nur mit massivsten Subventionen möglich ist. Ich glaube, wir müssen dringend daran arbeiten, abseits vom konkreten Fall Wettbewerbsfähigkeit für den Wirtschaftsstandort Deutschland zurückzugewinnen. Wir haben einen Kapitalabfluss aus Deutschland, der ist so groß wie in den letzten 20 Jahren nicht. Und das bedeutet unter dem Strich nichts anderes, als dass Unternehmensführer in Deutschland und außerhalb Deutschlands jeden Tag Investitionsentscheidungen gegen den Standort Deutschland treffen. Und deshalb müssen wir dringend daran arbeiten, etwa im Bereich der Energie- und Strompreise, im Bereich der Unternehmenssteuern, aber auch der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, dass wir wieder attraktiverer Wirtschaftsstandort werden. Herr Frey, was soll denn jetzt dann aber mit den 10 Milliarden Subventionen passieren? Wo müssen die hinfließen? In den Bundeshaushalt oder tatsächlich in den Klimatransformationsfonds? Naja, also das ist ja eine gute Frage angesichts einer Regierung, die hauptsächlich Schulden machen kann und bei jeder Aufgabe danach ruft, doch endlich die Schuldenbremse zu lösen, wird man ja jetzt hoffentlich nicht als allererstes die Frage stellen, wie man das Geld anderweitig ausgeben kann. Also erstens mal hat Intel angekündigt, das Vorhaben ja nur auf Eis legen zu wollen. Das heißt, gegebenenfalls wird das Geld noch benötigt. Und ich würde dringend davor warnen, das jetzt einfach mal schnell auszugeben. Geld, das der Staat ja gar nicht hat, sondern das er schuldenfinanziert besorgen würde. Insofern würde ich sagen, wenn das Geld jetzt nicht gebraucht wird, dann muss es auch wieder zurück in die Schatulle. Klare Empfehlung also da von Ihnen. Herr Frey, wir danken Ihnen für das Gespräch. Danke, Herr Frey. Sehr gerne, Frau Droste, Herr Hädler.